Hallihallo, hallo, willkommen zurück zu Legend of Eidolon. Weiter geht's. Ja, ich habe gerade kurz, kurz eine Township aufgenommen. Hier war noch Platz im Inventar, auf einmal alles voll wieder. Der geht richtig ab. Jetzt bin ich schon fast bei 17.000. Also geht jetzt richtig gut voran. Mindestens eine Woche. Da habe ich ja wohl die 20.000 Statuen zusammen. Also mindestens eine Woche, vielleicht sogar zwei. Dann habe ich es endlich zusammen. Endlich, 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 endlich. Hat lange genug gedauert, aber ich muss auch sagen, die Postbox für Drop ist schon geil. Die hat sehr viel geholfen. Wenn ich jetzt neu anfangen würde, würde ich auf jeden Fall die mit nebenbei immer leveln. Die bringt sehr viel. Auch natürlich die Kristallspawn-Rate bringt schon sehr, sehr viel. Sehr, sehr viel, muss ich sagen. Und ich habe jetzt auch endlich, wo ist er? Wo ist er? Ach, der ist er doch. Den King Dude. Ja, letzte Pet bekommen. Endlich. Endlich. Und zwar hier, ich habe wieder, man bekommt hier einmal die Woche einen umsonst. Kann man hier welche kaufen, ne? Muss man ja für bezahlen. Kann man dann dementsprechend die Währung für holen. Dafür kann man natürlich auch die, sich ein kaufen, einen zufälligen. Man kann aber auch spätestens bei Tier 5, kriegt man den King Dude. Garantiert bei 200, wenn also voll wäre. Bei mir wäre also noch 132 Wochen, dann hätte ich ihn auf alle Fälle, spätestens dann. Aber einmal in Woche kann man auch hier umsonst, ne? Da habe ich ihn gestern bekommen. Wieder mal, komm, machen wir mal wieder mal, ne? Buy free, also kaufen umsonst. Da habe ich ihn bekommen, per Zufall. Jetzt habe ich sie alle. Alle bekommen. Also den wichtigsten überhaupt, weil der hat mich, kann man mal sehen, Manage, ne? Few Bonus, King Dude. Ist natürlich nur für Welt 5, wirklich interessant, aber ich habe ihn einfach schon mal drauf. Also nämlich alle Segen, ne, glaube ich, gelten als aktiv. Habe ich noch nicht wirklich gemacht, aber, also mit dem Segen, aber werde ich auch demnächst dann kann ich das auch jetzt anfangen. Gelten alle Segen als aktive Segen. Deswegen ist der King Dude so stark. Ansonsten könnte ich nur empfehlen, den Rift Slug, den Schleim, den, wo ist er jetzt? Da, er hier. Den ich vorher hatte. Bringt mich alle Talente plus 25 Level. Bringt auch sehr, sehr viel. Nicht zu verschätzen, nicht zu unterschätzen. Mir hat einer im Kommentar geschrieben, warum ich nicht die Kiste, die Lagerkiste immer benutze. Egal wo ich bin, kenne ich nicht. Nein, da muss ich wohl diesen Dedotated Rim benutzen, kann ich mich an die Storage Chest überall benutzen. Als ihr unter Quickware. Also er kann ich nutzen, aber bei ihm zum Beispiel, wenn ich will die Statuen hier abgeben. Will ich ja machen. Sonst packe ich die Statuen alle ja in die Kiste rein. Muss ich ja wieder rausnehmen und dann dann hier zu benutzen, will ich nicht. Wenn ich so mein Inventar voll habe, einmal in der Stadt abgeben, zurückgehen, ist eine Sache von wenigen Sekunden. Ne? Klar kann ich natürlich die Kiste immer benutzen, ne? Aber ich mache so in der Regel mit den anderen Chars, was ich jeden Tag immer mache, einmal am Tag, sowieso immer, mache ich die leer. Nur erst immer zwei bis dreimal am Tag sowas von voll. Gebe ich die Statuen ab, hilft auch allen Chars halt, ne? Weil es ja auch nicht nur die Kraft, ne? Genau, die behält er sowieso, ne? Brauche ich 22.000 für die Onyx-Statue, aber hier Move Speed, Mining, Feasty, es bringt schon was, vor allem Move Speed, bringt schon was, ne? Ab und zu mal Health auch dabei, oder HP ist schon gestiegen. Ich mache es lieber. Ne? Klar, sonst könnte ich natürlich immer hier Storage einlagern, alles egal wo ich bin. Ja, würde gehen, aber bei ihm im Moment jetzt nicht, weil wir halt die Statue halt noch sammeln halt. Ne? Deswegen mache ich es nicht. Ich habe sowieso genug Portale jeden Tag, also über 400 könnte ich mich ja porten. Wenn ich jetzt wollte, pro Tag irgendwie kriegt man da 15, nee, 20 Stück ungefähr, 15 oder 20 kriegt man ja am Tag hier wieder. Ne, hier, ich habe jetzt kann ich hier noch 74 Mal, könnte ich mich hin und her porten, wo ich wollte. Jeden Tag kriegt er da 15 oder 20 kriegt er wieder, automatisch. Irgendwie 20 Stück, glaube ich, oder sowas, oder 25, irgendwie sowas. Auf jeden Fall mehr, als ich am Tag verbrauche.
Von daher, alles gut, alles gut. So, wie gesagt, wenn ich jetzt neu anfangen würde, was natürlich nicht mache, keine Sorge, ich mach, will ich nicht, nee, ich habe schon zu viel gespielt hier. Nee, wie auf alle Fälle, ja, mir fehlt eigentlich wieder Klorollen, Holz, ne? Das eben alles abgeben, genau. Würde ich auf alle Fälle auch hier Tropfen anfangen an, schon mindestens ein Punkt immer reinpacken, immer. Wegen der Drop Seltenheit, alleine deswegen schon. Umso höher die Drop Seltenheit, umso höher bekommt ihr die seltenen Drops, wie schwarze Linse zum Beispiel, den Nougatkuchen, Ballastauge zum Beispiel, was ihr auch vor allem für Anfang für bestimmte Sachen braucht, ne? Für Säcke, für Ausrüstung, Waffen, Rüstung und so weiter. Wie auf alle Fälle hier immer mindestens ein, zwei Punkte jeden Tag reinpacken. Der Rest natürlich na, zuerst bei Utility wegen Genauigkeit und Abwehr, klar, aber sonst auch immer, würde ich jetzt machen, wenn ich nur anfangen würde, ein, zwei Punkte immer in Drop machen. Immer so ein bisschen halten, ne, was man so über hat, warum nicht? Es bringt was. Vor allem natürlich nachher ne, bei 100 dann Kristall-Mob-Chance. Dass sie also schneller spawnen. Auch nicht verkehrt, wenn er farmt. Aber da ich nicht mehr neu anfangen werde, nein, mache ich nicht, nur so ein Tipp. Also ich würde es machen. So, der ist doch jetzt, ah nee, genau. Ich würde auch immer machen, ne? Mittlerweile ja Welt 3 hier. Worship. Mal auch jeden Tag mit allen Chars einsammeln. Mir auch schon bei 42, also alle sind schon über 40, 41 glaube ich der kleinste. Bis, weiß ich nicht, 44, 45, irgendwie sowas ist das schon der höchste mittlerweile. Ist auch wichtig, weil ich brauche ja. Ach, das ist schon mal zum Kochen. Moment, weil ich brauche ja auch für die NBZ3-Waffen, also leeren Eisenwaffen, brauche ich 5000 Seelen. Nicht für die glaube ich nicht, ne? Nein, genau. Da brauche ich natürlich für die Frostseelen. Also die Waldseelen, also nicht Frost, Waldseelen, Forest, Wald. Nee, für die leeren Eisenwaffen hier, da. Der jetzt nicht. Wo war denn? Ach, er braucht das. Nur für den Magier. 5000 diese Frostseelen aus Welt 3. Da habe ich nicht so viele von. Nicht so viel. Ich könnte, glaube ich, zwei könnte ich, glaube ich, machen. 5000, ich habe, glaube ich, über 10.000, glaube ich. Mal gucken, wo habe ich die? Wo habe ich die? Wo sind sie? Ich auch schon 482, auch nicht verkehrt. Dance Wasser, auch nicht vergessen, ich habe nämlich so gut wie nichts mehr von gehabt. Kriege ich im Moment noch nicht als Drop. Noch nicht, schade. Weiter, da 7600, also ein Stab könnte ich machen. Für einen Magier. Könnte ich machen. Was bräuchte ich denn noch? Die kann ich ja, glaube ich, auch gar nicht herstellen. Ne? Vier schwarze Linsen habe ich nebenbei gefarmt. Wichtig, also als seltener Drop. Und halt dieses Dense Water halt. Ne? Das könnte, bräuchte ich im Moment noch nicht als automatischen Drop. Von den Mobs wie das erste Wasser, das ja. Das zweite im Moment zumindest noch nicht. Und dann links wo gesehen. Kriegt er hier ist das normale, kommt er nachher ab Welt 3, glaube ich, ne, als normalen Monster Drop. Deswegen habe ich schon 1300 Stück davon mit Wasser herstellen. Ne. Aber hier auf der zweiten Seite ist mich hier ist es nämlich das Dense Water. Muss ich immer wieder mal was herstellen, brauche ich mich für die Waffen halt. Ist wichtig, nicht verkehrt, nicht vergessen. Ich habe nämlich so gut wie nichts mehr gehabt. Vielleicht noch ein, zwei gehabt, das war's. Ich habe mir 100, ah, Scheiße, muss ich ja wieder. Woche ein, zwei Tage vergessen, das überhaupt zu bekommen. Ne? Ja, jetzt versuche ich daran zu denken halt. Ne? Dass ich das hier brauche für die Waffen. Dann könnte ich eigentlich auch mal dann einen Stab auf alle Fälle herstellen. Wie gesagt, die schwarzen Linsen habe ich gefarmt. Nougatkuchen habe ich gefarmt. Natürlich da jetzt nichts. Wo ist das jetzt? Die seltenen Drops halt. Ballastaugen. Habe ich glaube ich auch mal, nee, das habe ich noch nicht. Habe ich vorher schon mal gemacht, aber auch, brauchte auch für manche Sachen, auch ein seltener Drop. Genauso wie die Glasscheibe, aber kriegt das so eigentlich nebenbei. Wichtig ist auch hier ein Nuggetkuchen von den Kram in Welt 2, die dritte Karte bei den Krebs mit den Kuchen oben drauf. Kriegt ihr den Nuggetkuchen als seltenen Drop. Wichtig ist noch die Ice Age, die CD-Scheibe von den Mammuts in Welt 3, auch wichtig. Braucht auch für manche Gegenstände.
Und viele schwarzen Linsen für die Waffen. Die sind da in Welt 3 letzte Karte, die Blauaugen. Lassen ihn auch als seltenen Drop. Lassen ihn mal schon mal fallen. Auch wichtig. Wenn ihr das schon mal könnt, nimmt ein Schar, dass diese Sachen schon mal farmen als seltenen Drop. Und das hilft eben schon ungemein, wenn er da Postboxen, ne, die Dropbox schon ein bisschen levelt. Halt wegen der Drop-Seltenheit. Ist nicht verkehrt. Nur wenn ich jetzt nur anfangen würde, würde ich es auf alle Fälle machen. Ach, was mache ich da für einen Scheiß? Was mache ich da für eine Kacke? Ne, er muss noch hier ein paar Bohnen noch kloppen. Wie viel dann 3200 nur noch. Dann habe ich es endlich zusammen. Hat lange genug gedauert, aber das hat auch wiederum jetzt auch mit der Menge geholfen, weil ich halt diese Drop, diese Postbox für Drop halt erhöht habe. Halt diese Drop-Seltenheit. Das hat schon wirklich sehr geholfen. Hätte ich nicht so gedacht, aber auf jeden Fall viel mehr als hier Glück bringt nicht so viel. Oder auch einer hatte noch hier mit der mit dem grünen Sack, gibt es ja auch irgendwo ein Talent, bringt auch nicht so viel. Am meisten bringt wirklich die Postbox mit unten rechts, die gelbe Box für Drop. Die bringt sehr, sehr viel mehr. Nur was ich auch jetzt vor allem gemacht habe, hier, mein Großer, der hat ja, die Briefmarke habe ich. Der hat ja das Problem, dass ich nicht genug Schaden mache auf dem Boss von Welt 5. Deswegen habe ich geguckt, was kann ich da ändern? Wie kann ich den Schaden automatisch erhöhen? Kann man natürlich machen durch goldenes Futter. Das ist einmal hier das da hier, ne? Bringt Stärke. Deswegen habe ich das vor allem genommen, ne? Und hier das Gold und ihr goldener Hamster. Ah ne, ist nur noch für Segeln, nicht für Segeln. Aber hier vor allem wegen Stärke. Habe ich jetzt auch schon hier fast 400. Ja, einfach mal Segeln. Einfach nur, ich habe mal einen übergehabt. Ich brauche im Moment kein Futter zum Heilen. Ich habe meinen den Kelch, der halt sowas von schnell von viel hoch. Ich brauche kein extra Heilfutter. Brauche ich nicht. Warum? Ne? Ich bin gedacht, komm. Da ich so Segeln nebenbei, ne, ein bisschen schneller machen möchte, dann kann man einfach für Segeln genommen jetzt hier. Da bin ich nur für Segeln, 4,7%. AFK-Zeit, einfach mal genommen. Das sind auch hier für Schaden, für Basisschaden. Und das ist nur für Verteidigung. Einfach mal genommen, ne, warum nicht verkehrt. Warum ich hier vor allem bin, ist hier, Battle-Axe-Statuen. In der Wiki kann man nämlich sehen, wie hoch die Seltenheit, wie hoch die Droprate ist. Und die ist hier bei diesen, hier bei den Mauls, bei den Maulwürfen, hier in dem Gebiet, ist das letzte Gebiet, also alle davor, also das fünfte Gebiet, wenn ihr so wollt, wo diese Streitäxte droppen können. Danach droppen die nicht mehr. Und hier ist halt die höchste Droprate, die fallen können. Wenn ich da im Moment am Farm. Hier unten, da brauche ich, insgesamt braucht man ja 3 Millionen fürs letzte Gebiet, würde erstmal jetzt auf alle Fälle Schaden erstmal erhöhen. Bin ich da erstmal hingegangen, hier kloppen, mach an. Hat da wieder, nee, natürlich nicht so viel XP, ne, ist klar, aber ist mir, für XP bin ich auch nicht hier, nicht nur wegen der Statuen. So, gehen wir mal kurz durch. Kurz gucken hier. Oh, Sprachnachricht. Ja, gleich. Ich habe jetzt hier mittlerweile auch schon 7 von Segeln diese Statuen bekommen, Artefakte, genau. Mittlerweile Gaming, so, ja, alles einsammeln. Da habe ich gar nichts Neues. Hier mache ich auch immer nur 0,9% Chance. Ja, wahrscheinlich muss ich hier länger warten, mehrere Tage warten, um eine höhere Chance zu bekommen. Ich vergesse es immer wieder. Ne, egal. Fertilizer, auch immer alles voll. Alles gut, egal. Hier Segel habe ich auch wieder ein Boot mehr, wie ihr seht. Ein Kapitän. Es gibt natürlich verschiedene Kapitäne. Kann ich gleich. Tap to clear. Ah, schön. Ist frei. Muss ich den jetzt da hinschicken? Ja, ich glaube ja, ne? So. Soll ich die mal angucken? Gibt es wieder 3 Artefakte? Habe ich da alle? Nee, da fehlt nur einer. Da fehlt auch noch einer. Da fehlen sogar alle. Da habe ich gar keinen hin. Und hier, ach, die habe ich schon. Ah. Dann geh du doch mal. Moment. Return Ship. Du. Lüfte, glaube ich, keiner mehr sonst hinfahren. Da fehlt noch einer. Komm, dann fand du auch mal dahin, dass wir nach und nach alle Artefakte schon mal bekommen. Gibt es da kleine Bonus, glaube ich, immer gibt es da, ne?
Ja, da wäre alles schreien, Level up, 100% schneller zum Beispiel, wenn die aktiv wären, glaube ich, ne? Oder keine Ahnung. Artefaktbonus ist doppelt, da wäre es auch doppelt, da gibt mehr Goldbarren, 25% Chance für eine Box mehr, wenn alle Post Office Aufgaben da alle, also alle sechs machen würde, kriege ich 25% Chance, eine Box mehr zu bekommen. Ja, ich mache einfach mal alle voll hier nach und nach durch, ne? Egal. Kann ich nicht. So, ich habe nämlich hier, weil hier gibt es ja verschiedene Kapitäne. Zum Beispiel die beiden. Muss man darauf achten. Jetzt ist hier eine 10% Chance, Artefakte zu bekommen. Und dann auch nochmal 3%. Wäre gut, wenn ich den natürlich nehmen würde. Ah, muss ich irgendwie einen rausnehmen, ne? Ah, da sind hier die normalen. Die haben nur Segelgeschwindigkeit, Bootgeschwindigkeit, aber auch unterschiedliche Bonus. Habe ich nie darauf geachtet. Sollte man darauf achten. Ich glaube, werde ich nochmal einen auswechseln. Ach, das wird drin jetzt. Ja, bleibt doch drin. Muss ich gleich, steht mir jetzt oben, muss ich woanders hinschicken. Crew, so kann man sehen, was Entdeckerrate, Bootsgeschwindigkeit. Ich glaube, den habe ich, weg. Ich kann weg, Trash, komm. Achso, erstmal, ja, wie geht es denn überhaupt? Return, remote. Remove from boat to delete, ja, also muss ich jetzt mal. Ach, der ist er, ja, genau. Den raus, zack. So, kann ich den nämlich noch irgendwie löschen, ne? Ach nee, muss ich, glaube ich, jetzt. Ja, das ist ein bisschen kompliziert gemacht. Genau, der Trash. Jetzt ist er nämlich weg. So, jetzt habe ich wieder ein Boot frei. Jetzt könnte ich auch den nächsten Kapitän nehmen. Den möchte ich nämlich gerne sehen, wegen Artefaktchance. Braucht natürlich Barren führen, ne, klar. So, jetzt haben wir den noch hier. Genau, jetzt bleibt der da nämlich rum. Anklick. Nee, sowas, ne? Genau, Select Captain. Zack, jetzt ist er nämlich drin. So, jetzt gehen wir wieder rein hier. Karte, müssen die beiden da sein. Moment. Nee, erstmal. Ach, das ist er, ne? Komm, erstmal alle Artefakte versuchen zu bekommen. Da fehlt nur einer. Dann habe ich sie hier schon mal zusammen. Was würde ich da bekommen? Artefakt. Finchance pro Segellevel. Okay, also im höheren Segel, ich habe 27, also wäre das also dann 27% Artefakt-Findchance. Wäre nicht schlecht, wenn ich das Artefakt finden würde. Egal, lassen wir einfach mal. Lassen wir einfach mal laufen. So, upgraden. Ich bin ja auch dabei gewesen, zuletzt ein bisschen Gold zu machen. Einfach mal Loot insgesamt. Wohl dürfte es mehr Loot sein. 500, 400. Machen wir einfach mal ein bisschen hier. Alle rein. So, da unten ein bisschen extra Mist. Einfach mal irgendwas machen. Ich kann natürlich auch noch mehr Boote, wenn ich möchte, bekommen. Aber die kosten natürlich auch ein bisschen, der 34.000. Da warte ich noch ein bisschen. Wie viel kann man noch? 3 noch bekommen? Da werde ich wohl alle nach und nach holen. Egal. Der ist, glaube ich. Doch, der macht gerade eine Wolke oder was? Loot? Oder also ist er gut für Wolke? Ach so, ja, genau. Wegen der Entdeckerrate. Genau, genau. Wäre er gut, jetzt eine Wolke aufzumachen? Also, das hier die Wolken, ne? Würde dann wohl schneller gehen. Kann man natürlich auch machen, ne? Klar. Kann man alles machen. So, gehen wir einen zurück. Welt 4. Hier muss ich auch noch was, demnächst wieder was umstellen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt sind die auf Max-Level. So, wenn ich jetzt das Rezept da rausnehmen würde, würde trotzdem ja Max-Level bleiben, oder? Ich meine ja. Weil es sind so viele Rezepte hier, ne? Ja. Die man freischalten kann. Ne? So viele Kochstationen gibt es ja gar nicht. Aber ich muss ja noch gucken, welche Rezepte mir noch fehlen, die ich einfach mal nach und nach machen werde. Das ist auch schon fertig. Ne? 60% weniger Küchen-Upgrade-Kosten. Ja, Englisch auf Deutsch übersetzen, das ist nicht mehr ganz so einfach. Aber alles schon auf Max-Level. Deswegen will ich mal die Tage dran setzen, welche Rezepte mir noch fehlen durch die Wiki, ne? Welche Schnapp, welche mir fehlen, welche Gewürze ich auch dafür habe, ne? Aber ich meine, wenn ich noch jetzt hier rausnehmen würde, go back.
Also muss ich dann neues dann auswählen, ne? Was ich natürlich noch nicht habe. Upgrade. Ach, kann man auch noch verschiedene. Habe ich nie gemacht. Dies habe ich nie gemacht. Neues Rezeptglück. Müsste ich Glück erhöhen, ne? Bringt das was? Ich glaube, Feuergeschwindigkeit, dass wir Feuer beibehalten, ne? Aber Glück bringt Glück was? Müsste ich mal nachschauen. Habe ich nie gemacht. Echt niemals. Ich habe erstmal nur Gewürze aufgehoben. Ich habe sowieso mehr als genug davon. Neues Rezept. Was soll das denn genau bedeuten? Muss ich mal nachschauen. Ach, machen wir einfach mal. Machen wir einfach mal. Da geht der kaum mal hoch. Ich habe 22.000. Bis 50 hoch? Nee, noch höher. Ach, guck mal, noch mehr Balken. Ach du Kacke, nee. Ja, wir sind ein bisschen teuer, aber ich habe immer noch genug. Machen wir noch zwei Balken auch noch voll. Ach, jetzt ist das Ende. Geht bis 100. Ja, fast dreimal. Geht das noch höher? Weiß ich gar nicht. Rezept, Feuergeschwindigkeit. Das ist wohl schneller kochen dann wohl. Gehe ich mal von aus. Also, ich habe jetzt nicht in der Wiki geguckt, ne? Müsste ich jetzt nachschauen. Will ich jetzt während der Aufnahme nicht machen, aber gehe ich mal so von aus. Ja, wird bald alles bis 100. Kommt da noch mehr? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich habe nicht in der Wiki nachher nachgeguckt. Ich habe nur Rezepte eingestellt und einfach mal, mach mal. Mach mal fertig, ja, geht bis Level 30. Alle fertig, maximalen Bonus bekommen. So viel Gewürze ich jetzt nur überhaupt mit 12.000, 8.000, 16.000. Kann ich mir leisten, ne? So, ne? So. Vielleicht kommt noch mehr, keine Ahnung. Sub-Upgrading. So, wir sind alle ja fertig, ne? Ich habe natürlich keine neuen Rezepte. Da muss ich erstmal dann welche einstellen. Klar. Habe ich natürlich nicht, ne? Aber wie gesagt, da muss ich ja nachschauen, weil sind jetzt alle Rezepte, die ich jetzt hier so habe, alle auf Max-Level. Alle, die ich jetzt hier habe, alle auf Max. Da kommen natürlich keine neuen, gehe ich mal von aus jetzt, ne? Weil ist dann Max schon. Aber muss ich gucken, welche Rezepte mir fehlen, welche Gewürze ich dafür habe. Ich habe auch ein neues Rezept, ich habe aber was Neues herausgefunden. Ein neues Pet habe ich hier auch, wie ihr seht. Ich habe auch was Neues herausgefunden. Per Zufall. Per Zufall was Neues herausgefunden. Erstmal natürlich hier neues Gewürz. Hier das. Ich habe Coarse Mountains endlich geschafft. Kriege ich natürlich nicht so viele von, ne? Aber egal, auch davor nicht so viel, aber läuft schon ziemlich gut. Einfach mal angefangen. Auch nicht so viel, ne? Einfach mal claim. So, einmal einfach. Breeding. Sie haben gesagt, jetzt hier die Sandbursch habe ich. Nee, das will ich nicht. Das ist auch Müll. Will ich nicht. 3607. Nimm mal. Das ist ziemlich viel. Nimm mal einfach. Genau. Haben wir zwar 2-3000er. Database, Trash, der kann weg. Kann eigentlich auch weg. Hab 3625. Kann nur einen verschiedenen pro Kampf benutzen. Den kann er auch weg. Hau mal weg. Fertig. Und zwar hier ist mich die Enter also Arena betreten. Hier kann man sich Bonus holen. Ja. Ich habe schon 120 geschafft. Ich kann mir nämlich zum Beispiel hier dritte Pet für den Kampf freischalten. Und hier habe ich schon den vierten Battle Slot. Das heißt, ich habe jetzt hier vier verschiedene Pets, kann ich reinpacken für den Kampf. Deswegen habe ich auch ein neues Gewürz auch geschafft. Nur 25 mehr noch nicht. Neue Post Office Upgrade Crate, okay. 50% Küchen Upgrade Kosten. Gibt es 200, ne? Das bin ich natürlich nicht. Ne? Ich finde noch einige Pets, die noch stärker werden müssen. Ich habe jetzt die, zum Beispiel eher die Karotte noch nicht wieder. Ist ja wieder vergessen. Ich wollte mal neue Karotten gucken, ob die ja schon jetzt viel stärker geworden ist. Vielleicht 4.000, 5.000, 6.000, keine Ahnung. Wäre natürlich gut, ne? Weil es schon ein bisschen sehr wenig 1.400. Die hat jetzt hier 3.600. Der Frosch ist zwar sehr stark mit seiner Spirale, wirklich sehr stark, kann den Gegner fast one-hitten, aber sehr, sehr langsam. Sehr langsam, sehr, sehr langsam geht ihm voran, aber für mehrere hintereinander. Aber geht wirklich sehr langsam voran. Können wir mal gucken. Glaube ich, ist eher unwichtig. Den packe ich auch erst nach hinten. Der ist, wenn der mal durch ist, der Atomarschlag, macht der wirklich sehr viel Schaden. Das ist natürlich eigentlich der beste der Karotte, weil es ist sehr schnell, macht gut Schaden. Kann man mal einfach gucken. Werde ich natürlich jetzt nicht schaffen. Ne? Noch mehrere Runden, die man schaffen muss.
um einen neuen Bonus freizuschalten. Ne? So. Runde 2. Natürlich immer stärker. Ne? Und dadurch, um höhere Runde zu schaffen, können wir nachher noch Pet Battle Slot 5 und 6 freischalten. Und auch so neue andere Bonus erhalten. Ne? Da ist die Spirale, wie gesagt. Die macht schon gut Schaden, aber halt, wie ihr seht, langsam. Da ist die Bombe, boom, alles weg, platt. Aber dauert halt lange, bis er aufgeladen ist. Ne? Der macht irgendwie Stein, Verteidigungsstein, aber irgendwie, also der greift nicht an. Macht irgendwie nur Verteidigung hoch oder was? Keine Ahnung. Ich müsste also jetzt, glaube ich, 25 schaffen, um den nächsten Bonus freizuschalten. Schaffe ich ja nicht. Das ist übrigens ein Boss bei 20. Die Sanduhr kennen wir ja noch, den Bosskampf, ne, wo wir dann den Maestro freigeschaltet haben. Muss man die Sanduhr ja besiegen. Ne? Mit dem Bogen sollte man ja einen Bogen nehmen für Fernkampf, weil Nahkampf habt nur ein HP, glaube ich. Ne? Einmal treffen, Sattel down. Deswegen Fernkampfwaffe nehmen. Kann man am besten, kann man glaube ich auch nur den Bogen benutzen, dann ein, zweimal schießen, wieder Treppe runtergehen, damit er vorbei ist. Hin und her hat ein bisschen gedauert, eine halbe Stunde, 40 Minuten ungefähr oder Stunde gedauert. Für den Maestro freischalten halt. Ne? Also das war die Sanduhr halt. Ne? Weiter kommen wir so nicht. Der hält auf alle Fälle irgendwas auf. Aber kriegt nur wenig Schaden. Aber sonst so macht die Sandburg nicht wirklich viel. 24 schaffe ich so nicht mehr, das ist das Ende. Ich müsste 25 schaffen, um den nächsten Bonus zu bekommen. Kann ich auch erst wieder in 12,5 Stunden machen. Also halt habe ich dann geschafft, nächste Gewürz schon mal freizuschalten. Ich muss, wie gesagt, ich müsste dann jetzt schauen halt in der Wiki, welches Gewürz, welches Rezept ich brauche, welches Gewürz ich da jeweils brauche, um neues Rezept freizuschalten. Ne? Aber will ich jetzt nicht machen, muss ich in Ruhe machen. Muss ich wirklich in Ruhe machen. So, gehen wir Welt 3 natürlich auch hier wieder. Die Seelen einsammeln, klar. Logisch. Bei 45 ist er schon. Auch Karten, kriegen manchmal auch. In der Stadt brauche ich. Genau. Muss ich auch in der Stadt gehen. Hier habe ich. Es dauert immer noch. Noch nicht mal die Hälfte. Von dem nächsten Schrein, ne? Sonst habe ich noch nichts fertig. Ne, dauert alles noch. Die mache ich auch für einfach nur Level ab. Das ist ja schneller aufleveln. Kann nicht verkehrt sein. Ofen läuft soweit auch fast durch. Der Flaschenhals ist im Moment hier das Horn von den Hornfröschen in Welt 1. Letzte Karte ganz unten. Kriegt ihr die Hörner her von den Fröschen? Ist ein kleiner Flaschenhals. Ne? Manchmal läuft er mich hier leer, dann habe ich wieder nichts. Muss ich wieder warten, bis wir neue sind. Durch den 3D-Drucker halt. Ne? Ist im Moment. Aber im Moment habe ich aber gut drin. Finale ist gut. Den mache ich natürlich im Moment jetzt nicht, ne? Weil ich brauche das lila Salz für Gegenstände. Halt, ne? Den Rest, hier Frostzählen auch immer ein paar drauf, ja. Rest habe ich eigentlich noch, aber vor allem lila Salz brauche ich erstmal noch, deswegen mache ich das. Graue Salz brauche ich im Moment sowieso noch nicht. Im Moment brauche ich es noch nicht. Deswegen lassen wir erstmal noch. Hat mir auch der Kollege geschrieben. Ich habe ja mal in der letzten Folge ja für Animal Tab 4, kann ich eben zeigen, für Tab 4, für die Gegenstände, da noch nicht. Irgendwo war doch hier, war das da? Genau hier. Für die nächsten Säcke, für den jetzt zumindest, den goldenen Käse, 175.000. Den braucht er nicht farmen. Übrigens, Batterie ist auch ein seltener Drop von den Fernsehern in Welt 4, müsste das sein. Den Käse braucht er nicht kaufen, kommt er nicht von den, könnt ihr euch von Monstern bekommen, aber sehr selten, nicht so oft. Könnt ihr sogar kaufen, in Welt 3. Hat mir ein Kollege geschrieben gehabt, ne, in Welt 3, hier ist er. Pro Tag 30.000 kaufen. Kostet so gut wie nichts. Habe ich schon jetzt ein paar Mal gemacht. Deswegen habe ich schon ein bisschen was im Lager drin. Da 35 Platin gerade mal, ne, ist gar nichts. Muss natürlich nur auch genügend Platz für haben, ne? Nur so nebenbei. Also ihr könnt jetzt den Käse hier kaufen. Den habe ich schon ein bisschen gekauft. Schon mal Vorrat schon mal holen, ne? Bevor ich die Säcke dann mache halten. Ach nein. So, Welt 2. So, hier die Postboxen.
Durch die Dropbox. 99. Ah, noch eine. Dann hat auch schon mal etwas die Kristallmob-Spawn-Chance, diese Bosse halt, ne? Nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Wie gesagt, zu Anfang, wenn ihr ganz neu anfangt, ne? Wenn ihr in Wild 2 seid, immer wieder mal ein, zwei Punkte jeden Tag reinpacken. Reicht erstmal nur. Ein, zwei Punkte jeden Tag, so ein bisschen schon mal aufleveln, reicht. Es bringt was. Halt für die seltenen Drops halt, ne? So, mich hier, mich gesehen. Natürlich klar, bis ich die Onyx-Statue frei habe, ne, für die Power-Statuen, dauert natürlich schnell, ne, bin ich gerade am Sammeln, ja, ne, 20.000. Deswegen gucke ich mal gucken, was kann ich noch machen. Da habe ich einen guck, Statuen, Mensch, Statuen, habe ich gesehen. Wo ist sie? Da ist sie. Battle Axe, Prozent Damage-Schaden. Habe ich geguckt, halt die Maulwürfe auf den Stelzen, die Stelzen hier, die lassen die am häufigsten fallen. Natürlich auch dann anderen genommen, ne? Habe ich jetzt seit ein paar Tagen schon gezielt gefarmt. 1,8%, wie viel sind wir jetzt? 2%. Natürlich nicht so viel, aber läppert sich halt ein bisschen im Laufe der Zeit zusammen. Auch natürlich auch noch zusätzlich goldene Futter, das hier, ne? Natürlich auch, ne? Big Stärke, krieg ich da von denen ja auch immer so ein bisschen hier, ein bisschen da. Kennt das ja, ne? Wie halt überall. So, genau. Die Briefmarke habe ich glaube ich schon. Oder? Gucken. Wenn ich sie noch nicht habe, bin ich sie automatisch raus. Die habe ich noch nicht gehabt. Wie ist sie denn jetzt? Übrigens könnte ich die jetzt wieder jetzt aufleveln. Ja komm, Basis MP, komm, zack. Ein Level da. Ne, sogar ein paar mehr. Gibt auch einen Erfolg, ne? So und so viel 1000 Level, die Briefmarken irgendwie aufleveln. Gesamtschaden, ja, nochmal 0,2% mehr. Ein bisschen, die kann ich nicht herstellen. 7 Stück, gar kein Thema. Werde ich wohl auch machen. Wo ist jetzt die neue Briefmarke? Das war's für Basis-HP. Ja, können wir auch gleich. So, Schrauben hätte ich auch, könnte ich auch machen, aber Basis-HP noch nicht so wichtig. Da ist er doch. Stärke. Sehr gut. Wunderbar. Oh, das Holz habe ich noch nicht. Das habe ich noch nicht, aber mir auch dabei. Ich mache gerade ja noch in Welt 4 das Würfelholz. Erstmal da wieder einiges sammeln. So ein paar 100.000, 200, 300.000, 400.000 ungefähr. Dann gehe ich weiter. Irgendwann bin ich auch in hier. Jetzt schon mal 28 Stärke. Wieder ein bisschen mehr Schaden. Immer so ein bisschen hier, ein bisschen da. Hat es also schon alles was gebracht. Kann alles rein. Wie viel Käse habe ich denn jetzt? Können wir mal gucken. 7600 Seelen gerade mal. Ne? 15 Shiny schon mal wieder. 60 Eulen. Ja, so schon mal anfangen zu sammeln. Ja, 584 Lila Salz ist schon ganz gut, aber noch viel zu wenig. Viel zu wenig. Wollte jetzt gucken. Schon mal vergessen. Ja, vergesslich. 5 Batterien habe ich nur, ne? Auch nicht gerade sehr viel. Wollte ich jetzt mal gucken. Hab schon wieder vergessen, was ich gucken wollte. Achso, den goldenen Käse, genau. Auch hier natürlich, ne, für Gegner herstellen. Von Welt 3 den Boss, die Spitzen mitnehmen, ne? Natürlich, ne? Sehr wichtig. Da habe ich noch eine. Eine habe ich sogar noch. Golden Käse, genau, schon wieder vergessen. Die Ringe aufwärmen für Labor, glaube ich, waren die. Wenn ihr im Labor seid, wieso alle Schaßen reinpacken, ja, einmal voll machen, alle. Sammelt die Ringe. Gebt jedem euren Schaß dann die Ringe. Bringt so und so viel mehr XP, genauso wie für Kochen eigentlich auch. Aber Kochen kann ich nebenbei machen. Wir haben alle hier gesammelt, hier, egal. Goldene Käse habe ich hier schon 92.000. Viel zu wenig. Ich brauche 175.000 für einen Beutel. Deswegen nicht vergessen. Ach, das ist im Grund, siehst du? Man packt den grünen. Ah, jetzt endlich. Grüne Salz hingepackt. Komisch. wegen Käse schon mal. Könnt ihr auch nur einmal am Tag kaufen. Kauft schon mal, wenn ihr es könnt. Ne? Wie viel Kohle dürft ihr wohl haben? Kein Thema. Nicht verkehrt. So, auch durch hier weiterhin. Den großen Puphaufen. Die Karte habe ich glaube ich schon auf Maximum, oder? Habe ich die Karte schon auf Maximum?
Nee, ist ja bei den Bossen noch hier unten. War schon länger nicht mehr hier drin. Wo ist er jetzt? Bosse, da ist er auch. Ja, ist schon fertig. 25% Gesamtschaden, mehr geht nicht. Kriegt er von dem großen Puphaufen ja die Karte. Ohne Probleme, jeden Tag, ne? Habt ihr die Chance für. Und auch hier die Kabenzmänner. Sollte auch das Ziel sein, 1 Million mal die Hebel zu legen. Deswegen auch jeden Tag mitnehmen, auch Knochenmehl, aber wenn es noch nicht im Moment braucht. Vielleicht nachher für eine Briefmarke, aber ich weiß nicht aus dem Kopf. Auch deswegen immer mitnehmen. Warum nicht? Warum nicht? Statue bekommen? Diesmal keine Statue. Okay. Genau. Da wäre auch noch einiges doch im Lager drin. Wollte ich ihm noch auch geben. Wo ist es? Da 551, ja. Goldener Plunder. Braucht er auch für manche Säcke, glaube ich. Guck mal, da haben wir auch noch was. Und das haben wir auch noch. Genau. Da und da und da. Mein Ziel ist natürlich in den Wild, den Boss von Wild 5 natürlich auch irgendwann mal zu legen. Ich habe ihn noch nicht wieder versucht. Können wir ja mal gucken, ob wir den vielleicht jetzt schon legen können. Können wir mal versuchen. Mal gucken. Glaube ich zwar nicht. Ich bin jetzt aktuell bei Schaden von 14,6 bis 24,4. Probieren wir mal aus. Er endet natürlich auf normal, ne, ist klar. Ich glaube, ist er eigentlich auch der falsche Schar dafür. Der Divine Knight wäre besser. Okay, macht ein bisschen mehr Schaden, aber immer noch viel zu wenig. Weil die müssen vorne auch schnell weg, weil die, wenn die nämlich von rechts kommen hier, bei ihm sind, dann heilen die ihn wieder. Da macht viel zu wenig Schaden, ne? Viel zu wenig. Da haben die ihn wieder geheilt. Da wäre, glaube ich, der Divine Knight, der mit seinem Ritter, der rechts und links schießen kann, besser. Also mache ich noch viel zu wenig Schaden, ne? Ich bekomme mich zwar ein bisschen down, schon ein bisschen, läuft schon ein bisschen besser jetzt, ne, aber viel zu wenig. Nein, das können wir komplett vergessen, können wir knicken. Aber wieder, wieder mal was getestet gehabt. Wie gesagt, erstmal hier am Farmen. Ja, neues KB, ne, steckt nämlich lange noch nicht, dauert noch. Stilt Maul. Wegen halt den Statuen für Battle Axe, Prozent Gesamtschaden. Da bin ich gerade dabei. Wie gesagt, natürlich XP ist mir eher unwichtig im Moment. Wenn ich XP farmen würde, dann gehe ich natürlich hier unten hin. Dahin, dann entsprechend auch dahin, kriege ich im Moment die meisten XP. Aber, nee. Ich brauche erstmal hier die Statuen. Vor allem die Statuen, die will ich haben. Wegen Karten habe ich gar nicht geguckt, ob ich da vielleicht was austauschen könnte. Gibt auch Seiten für Effizienz. Also effektiver, was man da machen sollte, um wirklich richtig effektiv zu sein. Auch alles mögliche. Ausrüstung, Karten, alles. Habe ich jetzt nicht im Moment auf dem Schirm, aber habe ich da gut aufgestellt. Ich habe auch nicht alle Karten, die jetzt da auf der Seite sind. Ich habe ja schon natürlich geguckt gehabt, ne. Mir fehlen noch hier ein paar Karten, die ich reinnehmen könnte. Die Orange war, glaube ich, auch für Schaden, ne? Mal gucken. Ja, mal nebenbei dann farmen, weil da bin ich ja mit anderen Schafs noch nicht. Gesamtschaden, genau. Muss ich eigentlich auch. Kann ich leider nicht aufwerten direkt auf Max. Geht nicht. Die andere zum Beispiel, gehen noch. Da, die könnte ich zum Beispiel. Die könnte ich komplett Cut, Carry Fire, direkt aufwerten auf die höchste Stufe nach und nach. Muss ich natürlich verkaufen, ich habe gerade null nichts mehr, ne? Aber bei der geht es leider nicht. Für Gesamtschaden. Ich weiß nicht, was effektiver wäre. Die erstmal jetzt die Karte für zu farmen oder die Statuen zu farmen. Ich probiere einfach mal aus. Moment. Ich probiere es einfach mal aus. Wo ist der Linie? Wo die Orange? Weiter hinten, ne? Weiter hinten. Da ist er doch. Die Zitrone, genau. Ich probiere einfach mal aus, wie viele Karten ich bekomme. Jetzt innerhalb von vom Tag. Wie viel Prozent dann, also wie schnell
Karte aufsteigen würde, um mehr Schaden machen zu können. Starten brauche ich ja für 0,2%, gucken, also brauche ich bestimmt jetzt fast eine Woche für 1%, sagen wir mal. Gucken wir mal, wie schnell ich jetzt hier die Karten bekommen würde. Weil das ist natürlich die Steigerung wahrscheinlich 2%. Ist jetzt hier bei 4, wahrscheinlich 2-3%. Nächste Stufe braucht man 29 Karten. Ich weiß nicht, wie viele Karten ich jetzt pro Tag bekomme. Weiß natürlich nicht, ne? Aber habe ich, glaube ich, dann doch. Kartenraubchance 102%, also ist schon ziemlich viel. Kann man vielleicht noch erhöhen. Weiß jetzt nicht genau, muss ich alle durchgucken. Aber schon 102% dürfte eigentlich reichen. Natürlich nicht bei jedem Mob, ne, ist klar, ist ein seltener Drop. Klar, ne, aber mal gucken, ich teste es aus, ich probiere es aus. Nur über Probieren kann man studieren. Ganz einfach, ne. Ja, ein bisschen ein blöder Spruch, ich weiß. Aber ich probiere es aus, dann kann ich euch dann nächste Woche auf jeden Fall genau sagen, ob es sich lohnt, die Karten überhaupt zu farmen. Allgemein gesehen, ne, weil die anderen Scheiß sind dann nicht. Das dauert noch ein bisschen, also sind auch schon ein bisschen weiter, ne, aber ich probiere einfach jetzt schon mal aus. Nämlich die sind jetzt hier. Mal gucken, kann man gleich mal gucken wegen Stab für ihn. Ja, hier bekomme ich den Schlüssel, weil ich bin jetzt hier in dem letzten Gebiet von Welt 4. Mit allen 4 Chars. Und jetzt hier, da wäre der Boss, ich könnte zum Boss jetzt rein. Lass ich noch, ne, weil jetzt werden wir erstmal noch ein Stäbchen herstellen. So, machen wir eben kurz mit ihm noch den Daily. 189 dürfte aber reichen, eigentlich vom Level her. Eigentlich ja. Ich will aber auch noch warten, bis ich die Onyx-Statue fertig habe. Weil dann haben die alle höhere Werte. Sind die alle denn stärker? Deswegen warte ich mit erstmal noch ab. Aber Equip kann ich schon mal machen. Also die Waffe kann ich schon mal weiter erhöhen. Sollte eigentlich reichen. Ich weiß nicht, ob ich den auch selber herstellen kann. Das war natürlich jetzt nicht aus dem Kopf. So, mal gucken. Erstmal das wieder. So, Craft. Wild 3, Anvil Tab 3, den Stab. 4, 45, keiner ist ja 56, genau. Und Level sowieso 90, gar kein Thema, ist lachhaft. 4 Schwarzlinsen, 7 Dense Water. 4 Schwarzlinsen, 7 Wasser. Und die Seelen, wo waren die jetzt wieder? Bin ich, glaube ich, schon vorbei, ne? Wo sind die Seelen? Da sind sie doch. Haben wir sie. Wird das schon mal seine nächste Waffe? Nee. Ach so, ja, Moment. Jetzt nimmt sich die aktuelle Waffe oder Rüstungsteil immer raus. Genau so. Habe ich noch? Moment, das ist alles weg. Sortieren. Habe ich noch zum Aufstufen die Teile oder muss ich die kaufen? Ich müsste, glaube ich, noch welche im Lager haben. Hier 28 Stück, okay. Natürlich immer das Beste, was ihr kaufen könnt. Benutzt ihr auch. 4-mal. Im Moment ist dabei, kann man gucken. Weapon Power, nee, Weapon Power 43. Gucken wir mal. 4, 2, 11. Irgendwas schnell. Das ist bei 31,7%. 63. Jo. Hat ein bisschen was gebracht. 5% Crit-Chance. Zack. Ah, ich fällt noch hier die Ausrüstung komplett, ne? Die fehlt eigentlich noch. Aber krieg ich jetzt nicht gebacken. Krieg ich jetzt nicht hin. Leeren Eisenausrüstung krieg ich, glaube ich, nicht hin, ne? Übrigens auch für Invert Tab 4, denn die Ausrüstung bräuchte die leeren Eisenausrüstung. Leeren Eisenausrüstung. Nichts das Bessere hier unten wäre besser. Ich brauchte die Spikes halt von Welt 3 im Boss und das Purpurne Salz. Wäre besser wegen Gesamtschaden und all solche Scherze. Werde ich wohl machen, man bringt einfach mehr. Mastery, also für Maximalschaden. Werde ich wohl machen, aber dafür brauche ich erstmal eine Grundausrüstung, diese hier.
brauche ich vor allem Dance Water. Leeren Eisenbarren, 500 blaues Salz. Wie viel Salz habe ich denn? Wo ist das blaue Salz? Salz. Eine Suchfunktion, wenn ich schlecht, ey. Also Wasser hätte ich einiges. Ach, habe ich ja einiges. Okay, machen wir mal. Gucken wir mal, was wir herstellen können. Leeren Eisenbarren, genau, die brauche ich hier auch. Ganz vorne, 4800, okay. Nicht so viel, aber komm, probieren wir mal aus, was wir so herstellen können. Was brauchen wir noch? Achso, ja, und natürlich der Grund aus, ja, die Grundsachen, machen wir einfach mal. Dass wir da endlich mal vorankommen. So, für die Rüssi brauche ich 75.000 Kabel. Packen wir es mal weg. 75.000 Kabel. Das von Bild 3, die vorletzte Karte, glaube ich. Die Beatboxen, genau. 240, 170 oder 165.000. Passt. Alles wunderbar. Ach so, ich vergesse immer wieder. Ja. So. Haben wir zweite Teil schon. Vielleicht kriegen wir schon komplett zusammen. Hier wollte ich eine Woche Platz. So. Was fehlt denn jetzt für das nächste für die Hose? 75.000 Holz. Dieses Frost, Tundra-Holz, wie ist das? 75.000, was ist das Holz? Hier vorne irgendwo, ne? Das ist es, genau. Haben wir auch, bis 400.000 runter. Nee, geht nicht. Brauche ich einen höheren, größeren Beutel. Da brauche ich einen größeren Beutel für Holz. Könnt ihr auch einen anderen Schafe nehmen, der alles einmal herstellt, ne? Ist klar, ich weiß, könnt ihr auch machen. Holz. Tab 3. Kann ich das herstellen? Habe ich das schon? Hat er nicht. Craft. Machen wir einmal jetzt hier zusammen und fertig. Also ist es hier, hier drin. Muss ich wieder suchen, ne? Irgendwo ganz vorne müsste das dann ja sein. Weil ich ja was rausgenommen habe, um sie zu sortieren, ja. Wo ist er jetzt? Wo ist der Beutel? Da ist mich auch frei. Da ist frei. Hab ich schon übersehen. Da ist er doch. Sortieren. So, einfacher. So, hier. Ah, schon besser. Ach, zu viel. Viel zu viel. Egal. Die Hose muss natürlich auch raus, sonst kann er nicht herstellen. Ich will es nicht achtmal herstellen, einmal reicht. Die Hose. Level 57. So, die Schuhe können wir auch noch. 60.000. Kriegen wir die auch noch hin? Kriegen wir die noch hin? 60.000 Fliegen. Bei dir jetzt, ne? Ich glaube ja. Ah, auch einen größeren Beutel, ja, aber klar. Ja, will ich so machen für alle Schars. Irgendwann, weil wir dann so alle Berufe dann irgendwann auch erlernen, also auf Maximum machen. Irgendwann. Okay, alles nach und nach. Käfer, da haben wir doch. Hat er schon? Nein. Muss ich jetzt aber ganz hinten sein, weil ich gerade sortiert habe. Da ist er. Die schon mal runter. 60.000. Dann glaube ich die hier. Haben wir auch genug. Die Schuhe. Ja, wunderbar. Haben wir noch zusammenbekommen. Wunderbar. Super. Ist er auch schon mal komplett fertig. Kann alles weg.
Upgrade-Steine, habe ich die auch für Ausrüstung? 96. Ich habe mal welche natürlich schon mal im Vorrat ein bisschen geholt gehabt. Für sowas jetzt zum Beispiel. Fangen wir mal an. Wie viel überhaupt? 5. Mein Gott. Ja, nee, ist klar. Ey, kann auch noch mal klappen hier. Zweimal. Dreimal. Ja. Viermal. Fünfmal. Endlich. Ja. Fertig, fertig. Rüssi. Viermal. Eins. Zwei, drei, vier. Hose, auch vier. Eins, zwei, drei, vier. Sehr schön. Und die Schuhe. Aber was mache ich jetzt eigentlich? Ach egal, ich meine, das ist erstmal. Ich würde eigentlich das andere herstellen und dann noch. Ach egal. Habe ich glaube ich so nicht alles für zusammen, um noch das bessere herstellen zu können. Das ist gar nicht daran gedacht, ne? Hier unten das wäre natürlich noch besser. Blutknochen. Die essen zusammen. Purpur. Habe ich auch nur. Ja, bitte wird knapp. Ein Purpursalz. Deswegen lasse ich jetzt erstmal noch Blutknochen. Wo habe ich die? Da, 12.000. Okay, da würde reichen. Aber Purpursalz brauche ich vor allem, ne? Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Aber, okay. Intelligenz natürlich. Ich habe auch ein neues Talent hinten bekommen. Das hier. AFK-Rate pro Random Event seltene Gegenstände finden. Next Level 0,007%. Ja, sehr viel, ne? Ich mache aber trotzdem 0,01% immerhin schon mal ein bisschen. Ist nicht so wichtig, im Moment nicht so wichtig, ne? Sind in dieser, zum Beispiel Meteorit oder der riesige Frosch oder wer da kommt, ne? Hier kommt, wenn er manchmal die Einblendung kommt. Die können halt einen seltenen Gegenstand fallen lassen. Und da kann man wohl die Chance für, dass man den einen bekommt, erhöhen. Jetzt mal so von außen, wenn man dieses Talent hat. Geht nur bis 200, ne? Ja, dauert natürlich eine ganze Ecke, aber schon mal anfangen, ein bisschen zu leveln. Durch die Frage, wo habe ich die Briefmarke her? Klar, logisch, ne? Wo habe ich die her? Wie viel Schaden macht der jetzt überhaupt? Ui. Auch mehr Verteidigung, auch natürlich, aber eher unwichtig. Weil er hat da hier den Blutkelch, den hier. Der ist wirklich sehr gut. Auch wenn es steht nur 2,59%, aber es ist verdammt gut. Sehr, sehr guter Skill. Nee, natürlich, wo habe ich die Briefmarke her? Den will ich mal zeigen. Nee, mit ihm eigentlich nicht. Ach, falsch genommen. Egal. Da er ist immer noch bei den normalen hier natürlich am Farm. Bei den normalen Fischen. Ich bräuchte eigentlich auch. Ja, noch habe ich jetzt Zeit für die Skelettfische. Noch habe ich Zeit. Alles. Noch muss ich es nicht sofort machen. Ist auch schon auf 54 auch schon. Noch sind die nicht so wichtig, aber demnächst will ich auch die eingehen müssen. Ne, ich erstmal noch hier, genau, ist mich gepasst, passt. Nee. Ach nee, war ein anderer. Ah, egal. Topprate kann nicht verkehrt sein. Die wollte ich jetzt nicht nehmen, egal, machen wir eben fertig. Weil dem nicht demnächst die ablösen. Weil für den Erfolg muss ich ja den Boss von Welt 1 in den ersten 6 Chars hier legen. Das ist ja halt Char Nummer 4. Also muss ich demnächst erstmal von Fischen abziehen. Ich meine, er ist schon sehr gut beim Fischen dabei, ne? Sehr, muss man wirklich sagen. Er ist sehr gut dabei. Level 54. Nicht verkehrt. Ein Talentpunkt. Ist ein Krieger, genau. Machen wir einfach mal so.
Goldenes Futter, kann nicht verkehrt sein. Hat er auch drauf. Auch für Fischen gibt es extra goldenes Futter. Also mal irgendwas jetzt hier machen. Ist eigentlich nur für Kochen. Hat er nicht. Hier kann ich auch schon mal machen. Aber schon mal anfangen. Ja, genau. Muss ich so eine neue Ausrüstung ihm noch geben? Alles, ne? Also, im Moment, bin ich auch nicht in Welt 6, sagen wir so. Ne? Noch brauche ich die Sachen nicht. Aber werde ich demnächst wohl brauchen, werde ich ihn jetzt mal vom Fischen ablösen. Kann erstmal wieder ein bisschen farmen, vor allem Level machen und sowas, ne? Ne, über den neuen Bogenpack, genau. Eben habe ich natürlich den bekommen. Ist auch schon 205. Schlüssel ist meiner, zwei Stück. So, das habe ich nicht. Ach, ist egal. Worship bitte auch gesammelt. Kann ich auch nächsten Morgen einsammeln für den Fischer jetzt. Ist nicht so wichtig. So, mache eben kurz das eben. Bevor ich es nämlich vergesse. So, auch schon fast 100. Ich will noch kurz überlegen. Und zwar eine von den hinteren Inseln, da habe ich die Briefmarke nämlich her, Talent her, so, die Briefmarke, das Talent, habe ich glaube ich für die Flaschen geholt, ne, für Müll habe ich ihn geholt, genau, Trash Item müsste der sein. Hier meine ich, habe ich den geholt, mich vorher geguckt gehabt, ob ich den schon hab, was er überhaupt für ein Talent ist. Man kann nämlich hier ein Starbuck holen. Man kann nicht sehen, was das für ein Sterntalent ist. Also habe ich in den Wiki geguckt, habe gesehen, oh, Talent habe ich ja noch gar nicht. Natürlich voll geguckt, ne? Habe ich nicht, alles klar. Für 450 Müll geholt. Das ist dieses Talent. Für 450 hier, um halt einen seltenen Drop die Chance zu bekommen bei diesen Random Events. Die halt manchmal kommen. Ja, ne? Mal gucken, muss erstmal leveln ohne Ende, also mehr, viele Punkte reinstecken. Das dauert natürlich, ne? Ja, wir sehen, er hat jetzt schon einen leeren Eisenbogen, den hat er schon lange. Ne, da ist er ja. Auch schon aufgelevelt alles. Aber Ausrüstung fehlt noch. Klar. Muss ich auch noch machen. Ich brauche erstmal wieder die Frostseelen, brauche ich vor allem, aber so Stück für Stück, ich arbeite mir natürlich jetzt langsam vor, die Ausrüstung schon mal für alle wieder weiter zu verbessern. Erstmal die Waffen. Die sind irgendwie wichtiger, dass sie mehr Schaden machen. Wie gesagt, die könnte ich alle ja durch den Blutkelch praktisch mehr oder weniger heilen. Von daher alles gut, verlieren so gut wie gar kein HP. So gut wie gar kein HP. Ja, noch ist der King Dot nicht so wichtig, aber ich lasse ihn trotzdem drauf, weil die Segen in Welt 5 werde ich demnächst auch angehen. Ne, also werde ich dann auch alle einmal hinpacken. Kann ich jetzt nicht gucken, was eigentlich so für Segen, ich weiß nicht, was es für Segen gibt. Weiß ich gerade gar nicht. Aber noch ist halt, aber ich hab ihn schon mal. King Dot, ne, wirklich sehr, sehr selten, aber halt dann sehr, sehr stark. Von daher alles gut. Er macht ja auch schon ziemlich gut Schaden, er hat schon 205. Hat auch einen Punkt. Ach, macht auch einen Punkt. Genau, Agilität. Wie gesagt, die Droprate, genau, er hat hier, bringt nicht wirklich viel. Soll wohl auch die Monster-Drop-Seltenheit erhöhen. Aber irgendwie habe ich noch nicht viel von gemerkt. Irgendwie nicht viel, nicht wirklich viel, aber leveln wir, fertig. Käferfang, haben die Shinies natürlich gemacht, ne? Machen wir hier mal weiter. Mehr Agilität, mehr Schaden und so weiter. Da sind auch hier die Talente für die vier Segen, für Bild 5. Die für den Gott, also oben da, ne, der eine Mann, der oh, schwebt da. Dafür wären die Talente, der ist nicht unbedingt, ne? Pet Arena. Ach, guck mal an. Ja, später. Wie gesagt, der Kelch ungemein wichtig. Ungemein. Der bringt sehr, sehr viel. Und dann auch der 3D-Drucker bringt auch einiges. Wichtig. Ach, schon durch. Sehr gut.
Machen wir den dann kurz fertig für Daily schon mal. Manchmal kriegst du natürlich dann auch offscreen, ne? Nur wie schnell der ist. Der hat schon komischerweise 14%. Fast 14% Move Speed, also Bewegungsgeschwindigkeit. Der ist sehr gut dabei. Geht da ab wie Zäpfchen. Auch schon 56 auf den Amboss. So, dann geht er eben hier. Wir können ihn eben kurz mal zeigen, Welt 5. Mit dem Segen müsste der hier oben gemeint sein. Der da. Ja. Da müssen, glaube ich, dann alles Schar. Ich habe den nicht erkundigt. Auf alle Fälle müsste der Schar hier drauf bleiben. Die vielleicht mit meinem Großen machen. Divinity. Statuen habe ich schon. Ein bisschen gemacht, ja. Ein bisschen paar schon gefunden. Kann ich hier sehen? Nee, kann ich jetzt hier nicht sehen, wie viel ich da habe. Dadurch geht dann irgendwann, man kann ja hier, bekommt er dann halt XP, steigt er dann Olivenzweig, ja. Keine Ahnung. Werde ich vielleicht mal mit meinem Großen nochmal machen, wenn er ein bisschen mehr Schaden machen kann. Ja, wie gesagt, probiere ich erstmal jetzt aus, was besser ist, die Karten sammeln oder die Axtstatuen farmen. Ich weiß, warte mal, glaube ich auch erstmal, bis ich den Onyx-Statue frei habe, dann macht der vielleicht schon genug Schaden. Vielleicht packe ich ihn auch erstmal jetzt hier rein, um Segen überhaupt mal zu bekommen. Weil den Segen, den man hier wohl hier bekommt für die einzelnen Chars, geht über den Dudes halt für alle Chars. Deswegen wäre vielleicht verkehrt, wenn ich mein Main mal da reinpacken würde. Ich glaube, das mache ich jetzt auch erstmal. Probiere ich mal aus. Ich probiere es aus, was es überhaupt für Segen gibt. Ich habe nicht geguckt, was es für Segen gibt, wie gut die sind, wie stark die sind. Bin ich noch nicht geguckt. Habe ich eine Karte bekommen? Nö, schade. Und genau, hier geht es in die Segelstatuen, genau. Und dann, also ab, da gibt es dann noch die Zweihandaxt für Prozentschaden. Und da gibt es dann bis zum Ende halt die Segelstatuen, Segelgeschwindigkeitsstatuen. Ich packe ihn einfach jetzt mal da rein. Ich probiere es mal aus, gucken, was es so gibt, wie lange es überhaupt auch dauert, ne? Style. Beginner, Failing, ja, Arms of One, ja, ein Divinity, ein XP die Stunde, also braucht er 15 Stunden für Level 2. Ja, geht bis Level 80. Ja, dauert natürlich ein bisschen, ne? Das dürfte dann die Segen sein, die man bekommen kann, ne? Info. Ja, wären dann alle pro Charakter. Natürlich alle habe ich jetzt hier 10 hier reinpacken, wird er wohl insgesamt dann 10 XP die Stunde geben, wird die viel schneller gehen, ne? Klar, und auch hier Multiplikatoren, ne? Aber später lassen einfach mal nicht stehen, gucken, was er so dann morgen dann wo dann wird alles, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Viele Statuen habe ich hier nicht für Segen, klar, ist nicht so hoch. Können wir auch mal kurz gucken, wenn da kommen. Den muss ich so auch noch machen. Der, den muss ich so noch machen, alle komplett durch. Kann ich den schon mal nehmen? Können wir mal gucken, wie viel ich da überhaupt so hätte. Machen wir kurz. Worship eben hier. Seelen angucken, ja. 44 gestiegen, sehr schön. So, Postboxen. Sehr wichtig, macht das ja jeden Tag, das bringt ungemein viel. Ist kein Witz. So, Divinity Start, wie viel habe ich denn da überhaupt? Wie hoch ist das überhaupt? Ein paar habe ich, ein bisschen habe ich schon bekommen, meine ich. Da haben wir noch Spiral. 5% Divinity XP. Okay. Ich könnte natürlich auch gezielt danach fahren, klar, könnte die auch machen, mit AP mehr XP wird, ne, klar, logisch. Aber, ich brauche es im Moment noch nicht. Ich probiere es aus. Ich probiere es ganz einfach aus, ganz einfach. Vielleicht gucke ich auch mal in die Wiki rein, was es für Segen überhaupt so gibt, ne. Mit Kochen werde ich auf alle Fälle dranbleiben, werde ich gucken, dass ich da neue Rezepte reinstelle.
natürlich wieder versuchen, alle Rezepte zu bekommen. Ja, logisch. So, klar. Vielleicht mache ich es auch heute sogar noch. Mal gucken. War ich schon ein bisschen spät. Muss anders zocken, lohnt sich fast schon gar nicht mehr. Der ist schon auf 100. Sehr gut. Den mache ich jetzt hier. Mach ich einfach. Auch wenn es Blödsinn ist, zu Anfang, aber noch ein paar Punkte reinpacken. Ihm fällt auch noch Equip, ne? Klar. Stab hat er schon. Ach, der hat schon den. Ah, leeren Eisen. Ach, wie schön. Haben die Magier schon soweit fertig? Cool. Wusste ich gar nicht. Aber halt eine Equip fehlt noch. Rüssi, ganzen Kram fehlt noch halt, ne? Klar. Aber okay. Den muss ich noch machen, der ist irgendwie, hängt irgendwie sehr weit hinterher. Irgendwie ist er sehr schwach. Ich weiß auch nicht. Irgendwie sehr, sehr schwach. Aber soll nicht euer Problem. Er hat nur. Okay, natürlich den leeren Eisenbogen fehlt, sondern trotzdem. Irgendwie. Der braucht am längsten, um ein Gebiet weiterzukommen. Irgendwie am längsten. Ist ein bisschen blöd, aber okay. Vielleicht ein bisschen Agilität mehr machen. Haben wir auch noch einen Punkt? Nee, machen wir mal. Damage Shield, ja, für alle 10 Schmiedelevel. Okay, hat auch einiges. Agilität, hier den. Nee, haben wir gar nichts. 3D-Drucker habe ich. Machen wir da rein. Zack. Aber okay, aber soll das nicht euer Problem sein? Mal eure Sorge sagen, die Folge ist schon über eine Stunde geworden. Ja, sorry, wieder mal. Ist ein bisschen länger geworden. Aber okay, es läuft. Wie gesagt, mit dem Segen probiere ich aus. Ich versuche auch die Kochrezepte neu reinzustellen, dass wir noch mehr Rezepte halt haben, ne? Alle auf Max-Level machen. Würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche, zur nächsten Folge von Legends of Eidolon. Dann geht's weiter. Bis dahin, schön mit Öl.